Ja, ich hab gehört, ich weiß nicht, ob ich richtig gelaufen Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Sendung von Die Sportchampions. Zum Finale. Heute geht es ums Finale, genau. Aktuell ist der Punktestand ja so, dass Jan führt mit 18 Punkten, dann komme ich mit 17, Detlef mit 16 und Johnny mit 15. Aber es ist alles nah beieinander. Mal gucken, was da heute noch geht. Ja, heute sind die Spiele ausgewählt von Jan, Wasserball-Nationalspieler, mehrfacher deutscher Meister mit den Sharks. Aber wer wir alle genau sind, das seht ihr jetzt. Er ist ein absolutes Aushängeschild im Spitzensport. Erst als Aktiver, dann als Trainer und Netzwerker. Als Judoka hat er zweimal an Olympischen Spielen teilgenommen. Er ist Vize-Weltmeister im Team und EM-Bronzemedaillengewinner. Aktuell trainiert er seine Tochter Anna Monta-Olek und erste größere Erfolge sind zu verzeichnen. Natürlich eine große Freude und Herzensangelegenheit für Detlef. Jawohl. Ich mache hier bei der Spielshow mit, weil ich Bock habe, ihn mit anderen Sportarten zu messen. Fight on! Im Team wird Leonie gerne als Allround-Talent bezeichnet. Sie kann und macht sportlich nahezu alles. Als Handballspielerin ist sie in der Jugend deutsche Meisterin geworden. In diesem Jahr nimmt sie erstmalig am Stützpunkttraining der deutschen Beachhandball-Nationalmannschaft teil. Leonie lebt für den Sport und steckt mit ihrer Begeisterung nahezu jeden an. Ich freue mich drauf, in ein paar kleinen Wettkampfspielen mich mit den Jungs zu messen und vielleicht könnt ihr die ein oder andere Anregung ja auch mitnehmen und das zu Hause mal ausprobieren. One, two, three. Johnny ist ein Sportreisender. Von Bayern nach Kairo, von Hannover nach Nizza. Das sind nur einige Stationen in seiner sportlichen Vita. In Hannover hat ihn dann gänzlich das Triathlon-Fieber gepackt. Im Jahr 2019 hat sich Johnny für die 70.3 Ironman WM in Nizza qualifiziert und träumt von einer nochmaligen Ironman WM-Teilnahme auf Hawaii. Ich mache hier mit bei den Sportchampions, weil ich mich gerne mit anderen Sportlern in deren Sportarten messe und ich es nicht haben kann, wenn ich verliere und es mir dann ein Jahr lang von Detlef in der Schule anhören muss. Jan Rotermund ist Wasserball-Nationalspieler. Entdeckt wurde er beim Schulschwimmunterricht und seitdem geht es sportlich immer weiter bergauf. Über die Junioren-Nationalmannschaften ging es zunächst in die Bundesliga und dann weiter in die Champions League und die Nationalmannschaft. Als Abwehrchef strahlt er die nötige Sicherheit aus und übernimmt gerne Verantwortung. Ich freue mich, bei der Show dabei zu sein und hoffe, dass mein Element, das Wasser, mir heute vielleicht irgendwie zu einem Sieg weiterverhelfen kann. Jan die Spiele überlegt und was hast du dir denn heute gedacht fürs erste Spiel? Erklär mal. Also unser erstes Spiel hat eine gewisse Akrobatikeinheit noch fast mit dabei. Das heißt, wir werden hier im Hintergrund als erstes drei Purzelbäume machen. Dem einen oder anderen ist danach eventuell schon schwindelig. Und danach von dieser Linie aus versuchen, den blauen Ball gegen die Latte zu werfen. Dann ist erstmal der nächste dran und jeder hat drei Versuche. Wer am meisten trifft, gewinnt. Der Gewinner kriegt 4 Punkte wie immer. Der Verlierer kriegt 1 Punkt. Hier spielt wieder jeder für sich. Und ich bin gespannt, wer nach 3 Purzelbäumen noch die Latte treffen kann hier. Wie sieht es aus, wenn alle nicht treffen würden? Und wie machen wir es dann mit den Punkten? Haben wir uns da auch mal Gedanken gemacht? Das wird nicht passieren. Wir treffen. Ja gut, ja, Handballer, Wasserballer, da haben wir beide die schlechte Rückschranken. Okay. Also falls es passieren sollte Leute, oder auch falls vielleicht zwei Leute gleich auf sind, dann gehen die nochmal ins Stechen. Und wer dann den ersten wieder trifft, Nee, auch gegen die Latte werfen und das hättest du wohl gerne. Ja. Schade eigentlich, sehr gut. Wer dann den ersten wieder trifft, der hat das Spiel dann für sich entschieden. Okay. Aber gucken wir mal, ob es so weit kommt. Es geht nicht um Zeit, sondern einfach alle nacheinander. Willst du mal anfangen und es das einfach vormachen? Heißt das, ich habe erstmal ein bisschen Pause, bevor ich es normalisiert habe? Nee, du machst deine drei Purzelbäume und musst dann schon direkt werfen. Also aber wie egal, so ist von es. Von oben
Von oben, also richtiger Wurf. Also richtiger Wurf gegen die Latte. Ja, Jan, dann sag mal, Turngott. Die Latte hängt hoch. Turnvater Jan hier. Wir gucken mal, was wir da veranstaltet. Ausführung der Purzelbombe und der Rollen vorwärts, das ist eigentlich relativ egal. Ja, Hauptsache du drehst dich. Ja, ist gut, ja, ich bin gespannt. Also keine Abzüge. Hauptsache du drehst dich. Okay. Ja. Eins. Oha, zwei, du musst einen guten Lehrer gehabt haben. Sehr, sehr gut aus. So, und sehr jetzt gut schnell aus an die Latte. So. Ja, okay. So, Johnny, machst du als Nächster? Ja, kann ich. Ja, drei Versuche hat er doch. Ach, nur einmal mehr. Ich dachte, sonst dreht sich doch gar nichts mehr in meinem Kopf. Ja, ja. Oh, Johnny. Right, am Ziel vorbeigeschossen. Konzentrieren und. Oh! Johnny muss ja, erstmal noch den Ball wiederholen. Oder? Detlef kann, glaube ich, schon mal anfangen, seine Purzelbäume zu machen. So. Drei Purzelbäume. Oh. Eins, zwei, drei. Mal. Auch knapp zu hoch. Mal gucken, ob Leonie als unsere Handballerin hier das Ganze jetzt. Beachhandballerin sogar. Beachhandballerin natürlich. Ein richtiges Heimspiel hier für sie. Wir wollen ja da mal keinen Druck aufbauen. Ist der Druck natürlich hoch. Druck ist hoch. Aber ich glaube, Turnen hat sie Defizite. Glaube ich. Im Turnen? Ah. Wo bist du? Was machst du da? Du rollst sie den Berg runter. Jawohl, moin. Oh. Sauber. So, Jan. Ich habe ja so ein bisschen geungt, ne? Dass alle vielleicht nicht treffen sollten. Es wird nicht passieren, habe ich gehört vorhin. Ne? Ich habe das noch im Ohr, gut. Bin dran. Sauber, Jan, das sieht gut aus. Ich mache das ein bisschen langsamer. Das heißt, er dreht sich nicht. Dreht sich trotzdem alles. Oh, das war mal ein knappes Ding. Der war nicht schlecht. Knapp, der war gut. 0 von 2 für Jan. Oha. Das war's vielleicht mit der Führung. Ja, naja, noch war keiner alle, besser als du. Alle im gleichen Boot. Zwei Jahre. Ja, ich habe zweimal geworfen, aber hier ist einmal. Jetzt schon, Schwierigkeiten. Johnny, was ist los? Oh. Und? Ja. Oh, der hat berührt. Das reicht. Ja. Berührt reicht für so einen Streifen. Ja. Hättest du das gewusst? Dann streif doch erstmal. Vorne haben meine Bälle. Oh, was gestriffen war immer ungültig. Immer. So, Nummer 1, 2. Oh, das geht aber schnell jetzt, Detlef. Ja. Oh, ich bin schon dran gleich. Oh, du bist Schliff, oder? Nee. Hawkeye. Das hoffst du dir vielleicht, dass der gestriffen hat, aber dann müssen wir dich leider enttäuschen. Und Leonie hier, rollt hier, schon. Hier, Leonie, hier. Hier bin ich. Ja, so ist gut. Gucken, ob jetzt Leonies erster Treffer kommt. Nein, kämpft nicht. Kann mir nicht vorstellen. Wow. Ja, ich glaube, deine Aufgabe ist es ja eigentlich auch nicht, die Latte zu treffen, sondern eigentlich die Bälle im Tor zu versenken. Ne? Ja, das ist. So, Jan. Jetzt ist der Druck hoch. Deine Spielidee. Ja. Und Johnny, oha, wenn du jetzt hier die Punkte machst, dann könntest du. Hinten kackt die Ente. Ja, so. Und. Oh, das super, war souverän. Das war gut. Der war gut. Der hat auch nicht gestriffen. Nee, das war ein Blattschuss. Ich hatte nur einen Punkt. Ärgerlich. Der war souverän. Also Platz 2 ist mir in dem Spiel schon mal sicher. Ah. Oh. Das ist eigentlich nicht mehr zu schlagen. Fall für dieses Spiel. Also Johnny hat du kannst zwei, doch mit mir gleichziehen, Jan Detlef. Jan hat einen und Detlef und ich. Aktuell 0. Das war ich mit dem Ball hier. Ja, da vorne haben wir von hier ranwerfen. Unter erschwerten Bedingungen. Bei den Purzelbäumen mitnehmen. Ich merke, es arbeiten alle gegen mich hier. Ne? Was ist da los? Jetzt geht auch. Geht auch zugepasst, das Ding. Kleiner Camper. Hast du gestriffen? Ich glaube nicht. Nein. Also ich habe nicht getroffen. Dreimal. Okay, Leonie, sauber. Jawohl. Gehe ich hier mit einem Punkt raus? Urteilungssatz. Oh. Dann gibt es ein Stechen zwischen euch. Jetzt gibt es ein Stechen? Ja. Oh, da wird es dunkel. Mit Rolle oder ohne Rolle? Mit Rolle. So, jetzt geht das Ganze hier ein Stechen.
Dabei geht es jetzt darum, wer von den beiden zuerst trifft. Bronze aus. Genau. Genau. Und die beiden spielen jetzt um Platz 3. Das heißt, wer bekommt hier noch 2 Punkte? Und wer kann hier leider nur 1 Punkt aus diesem Spiel mitnehmen? Detlef legt hier vor. Aber war wieder knapp drüber. Das bedeutet, hier ist schon die Chance für Leonie. Ich wollte mir nicht so viel Zeit lassen. Was ist denn los hier? Der Droh, du wirfst doch endlich mal. Ja! Oh. Die Schummel! Also, ich habe ganz souverän meinen einen Punkt verteidigt. Gut. Also, geht in diesem Spiel hier Johnny mit 4 Punkten raus? Zack. Ja. Das ich bedeutet für dich 17. 19. 19? Ja, ja 15 auf 19. Ja. Ich kann von 18 erhöhen auf 21. Ich erhöhe von 16 auf 17. War nicht schwierig. Und ich erhöhe von 17 auf 19. Oh, dann haben wir hier alle 19? Nee, ich habe 17. Ich habe 19. 19, 21, 19, 19, 19, 19, 19, 17. Also erster kann ich nicht mehr werden. Also, ein Spiel haben wir noch. Ah, ja, genau. Ein Teamspiel. Teamspiel. Ja. Wir zusammen jetzt. Ja. Oh, ja. Ein Teamspiel gibt es jetzt noch. Das wird wieder eine Staffel werden. Aber diesmal geht es hier ins Wasser. Wir werden zuerst einmal zu der Insel auf die andere Seite rüber laufen, warten oder wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte. Und zurück, klatscht unseren Teampartner ab. Der wartet hin und zurück. Und danach wird noch einmal hin und zurück geschwommen. Welches Team zuerst fertig ist, kriegt 4 Punkte. Die anderen müssen sich leider mit 2 Punkten begnügen. Detlef und ich werden das hier zusammen spielen. Genau, die beiden Schwimmer müssen wir auseinandernehmen. Genau, genau, genau. Denke ich mal. Ja, ich hoffe, dass du es auch jetzt rockst. Auch wenn du jetzt wahrscheinlich den Gesamtsieg irgendwie so hinkriegen solltest. Ich hoffe mal, dass wir jetzt 10 Punkte einfahren. Das hoffe ich auch. Du machst nur 2. Das heißt, dann sind wir pari, kann das sein? Das sehe ich anders. Siehst du anders? Also ich sehe, der Federhandschuh ist geworfen. Ja. Na gut, okay. Ja, dann sag ich mal, Feuer frei, T-Shirts aus. Ja. Und auf geht's. Los geht's. Ne? Reihenfolge wäre, wann? Ja. Detlef, startest du oder startest du? Ich dann starte ich. Ja. Detlef startet. Ich starte. Wir laufen zunächst, ne? Wir laufen zuerst. Genau. Wo ist die flacher hier? Flacher? Auf geht's. Massenstart. Ich halte ihn fest. Auf geht's. So. Geht's schon, Start? Stopp. Dann läuft zurück. Was geht? Auf geht's, hast du nur gesagt. Das war kein gültiges. Das war doch die Motivation. Bei Frühstart keine Disqualifikation eigentlich. Ich würde sagen, wir zählen mal runter. Ja. Dann sind hier auch alle bereit. Das ist Vorteil. Ja. Start in 3, 2, 1, los! Jawohl! Das sieht auf jeden Fall anstrengend aus. So kann man das auf jeden Fall bezeichnen. Die beiden sind auf jeden Fall gleich auf. Ja. Detlef vielleicht leicht vorne. Sie müssen jetzt drüben einmal raus aus dem Wasser auf die Insel. Und das gleiche wieder zurück. Leonie stürzt hier so fast. Das ist auf jeden Fall Kopf an Kopf. Die beiden kämpfen. Oha, da sieht man ja schon den Triathleten, den Wasserballer. Der Triathlet, der läuft ganz souverän. Oh, bin ich kaputt. Leonie. Ich weiß nicht, wie ich noch schwimmen soll. Oh. Auf geht's, Jan! Komm! Feuer! Ja. Du musst es machen, bleib dran da! 4 Punkte! Oh. Jo, ist das anstrengend? Oh. Auf geht's! Oh, es ist wirklich richtig anstrengend. Auf jeden Fall jetzt die leichte Führung für Detlef. Aber hier mit Johnny jetzt Triathlet. Auf jeden Fall gleich starke Konkurrenz.
Jawohl! Auf geht's! Komm, Jan! Das ist anstrengend. Oh. Oh, Johnny macht da noch ein bisschen was gut. Ja. Komm, Jan! Auf! Bleib da dran! Komm, Johnny! Ja! Komm, zieh! Ja! Jawohl! Das ist eine gute Linie, die läuft. Komm hier, 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 hier! Jawohl, sauber! Alter, Falter! Oh. Junge! Stark, starkes Ding! Voll gut! Du warst schon auf die Linie durchs Meer geschwommen eben gerade, weil ich den Bogen nochmal gemacht. Ich dachte, war ist richtig. Ich drehe nochmal ein bisschen ab. Ja, war gut. Das war alles regelkonform. Mach's nicht stark. Leni, wie war es für dich gerade, der Schwimmen? Schlimm. Grausam, ne? Also ich, ist immer schlimm, denkt er nicht. Vorteil. Hammer, aber es macht Spaß. Cool. Ja. So. Jan, du bist am frühesten. Mach mal die Punkte. Also, wir haben 4 gemacht. Detlef und ich nehmen auf jeden Fall aus dem Spiel 4 Punkte mit. Und ja. Leonie und Johnny 2. Das bedeutet. 17 und 4, ich habe 21. Ich komme von 21, kann erhöhen auf 25. Sauber. Ich hatte 19, kommen 2 dazu, sind 21. Bei mir das gleiche. 19 auch 21? Ja. Oha, also letztendlich haben wir hier den König der Athleten heute. Jan, jawohl. Der war Nationalspieler, berechtigt. Wir, ja. Du hast auch 21? Ich habe auch 21. Ja. Eigentlich wäre ich viel besser, wenn alles geholfen hätte, was ich gemacht habe. Ne? Aber wurde ja mit aller Macht hier verhindert. Aber dann haben wir zumindest 3-2-2. 1-2-0 für Spaß. Also, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Jawohl. Wir werden das wieder machen, mit Sicherheit. Und ihr seid mit dabei. Bleibt gesund. Macht auch so eine Faxen. Macht euren Spaß. Champion. Egal, gibt es andere Sportarten noch, andere Ideen. Alles ist erlaubt. Und wir sehen uns demnächst. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao, mach's gut. Ciao.